Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von Monster Hunter World. Heute mit unserem guten Felix und wir sind zur Abreise bereit. Wir sollen also mit C das Ganze abbrechen. Na gut. Grundlagen, die Waffenschärfe. Okay, das ist unser erster Auftrag. Sehen wir uns noch einmal kurz die Regeln für Quests an. Regel Nummer 1. Erfülle das Ziel, um die Quest zu erfüllen. Das ist einfach, oder? Jede Quest besitzt ein Ziel. Die Quest ist erst abgeschlossen, wenn das Ziel erfüllt ist. Unser Ziel besteht darin, eine bestimmte Menge Jagras zu erlegen. Sehen wir mal auf die Karte. Auf dem Weg zur Basis sind wir Jagras begegnet. Weißt du noch, die kleinen Monster? Ich glaube, sie waren irgendwo hier. Willst du mal nachsehen? Regel Nummer 2. Benutze die Vorratstruhe. Die Kommission gibt uns auf jede Quest bestimmte Objekte mit. Sie sind in der Vorratstruhe dort drüben. Sieh mal hinein und entscheide, was du mitnehmen willst. Allzeit bereit. Vorratstruhe, na dann. Hallo? Ah ja. Okay. Hey Partnerin. Das können wir nicht mitnehmen. Na gut. Genau. Objekte wählen. Ja. Sei vorsichtig. Hä? Ich hatte doch gar keinen... Ah, okay, das sind die Objekte rechts, also beziehungsweise oh, halt über mir. Halt deine Waffe vor dem Angriff bereit. Was du tun kannst, hängt davon ab, ob sie gezogen ist oder nicht. Wenn du erforschst oder Objekte sammelst, sollte deine Waffe immer weggesteckt sein. Gibt doch irgendwie Sinn. Ich werde Sammelpunkte und die Position von Monstern auf der Gebietskarte für dich markieren. Kaut! Wir haben Honig! Du kannst Honig sammeln und ihn mit einem Trank mischen, um so einen Megatrank herzustellen. Na sauber, Megatrank. Finde ich gut. Hier drüben! Doppelklingen sind eine Nahkampfwaffe für schnelle Schlagsalven. Ihr Dämonenmodus ist stark, aber kostet Ausdauer. Jupp. Ein Rudel Jagras. Das sind die Monster, nach denen wir suchen. Mal sehen, wie du dich schlägst, wenn du auf dich allein gestellt bist. Hallo. Ah, okay, die werden aber so gezählt. Na, sauber. Hey. Ah, links oben meine Statuswerte. Okay. Nicht unsern. Dass sie nicht entkommen. Nimm dir so viele Monstermaterialien wie möglich. Benutze sie in der Schmiede. Okay, wir sammeln mal das Zeug zusammen. Hier drüben! Wir müssen zuerst das Ding mal ausernten, ja. Guck mal. Ja, krass, wir müssen alles hier. Guck mal. Genau. Oh, den Stein, den kriegen wir auch noch hin. Wir haben 3 geschlachtet, wir haben 3 geholt. Warum ist es der hier?
Ups. Ach, immer unter einen kleinen Pipi. Nutze, was du kannst. Ja, ich war nur draufhauen, oder? Oh, wir haben hier ziemlich viele. Ah, okay. Achtung, deine Gesundheit ist niedrig. Bleib auf Distanz und nutze einen Trank. Was machst du? Ah, okay, mit E, alles klärchen. Oh. Ich hoffe, dass dieses Grüne unser Leben ist, sonst wäre er ziemlich am Arsch. Fünf und... Oh. Nee! Ah! Wohin wird er geworfen? Den ganzen Anfang oder wie? Verlierst du deine Gesundheit, fällst du in Ohnmacht und kehrst ins nächste Lager zurück. Passiert das zu oft, scheitert die Quest. Okay, das heißt, wir dürfen nicht hier verlieren, beziehungsweise wir dürfen nicht getötet werden. Naja. Was, sie können Stein holen? Mit unserem kleinen Fifi hier. Honig. Oh, schon wieder Honig. Sauber. Ach, das gibt gleich einen Megatrank. Okay. Sind wir in die richtige Richtung gegangen? Nö. Ich glaube, total falsch. Förderplatz. Eisenerz. Wie sieht's aus? Feuernuss. Es gibt so viele. Ich bin überfordert. Ich bin echt überfordert. Du kannst das als Schleudermunition nutzen. Großartig, um die Aufmerksamkeit eines Monsters auf dich zu lenken oder abzulenken. Ich bin überfordert aktuell. Es ist aktuell für mich so. Wenn du schlau bist, kannst du mit der Schleuder Monster ablenken. So, Kinder, es gibt Muckentuffen. Gehen wir nach Hause und erstatten dem alten Mann Bericht. Nö, hier muss er noch fertig gemacht werden. Werden wir teleportiert oder wie ist das? Doch teleportiert. Wir buddeln aber eine Runde alles ab hier. Oh. Miau-Stern, was ist denn das für ein wunderschönes Ding? Rot. Oh, 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 oh. Nein, da war noch was. Quest erfüllt! Oh. Oh, mein Jausi hier. 7 Minuten, 25 Sekunden und 46. Gerade was?
Questbelohnungen: Jagras-Schuppe, Monsterknochen, Jagras-Leadout. Was ist das, wir zusätzlich bekommen? Na klar, wollen wir alle Belohnungen nehmen. Oh, hat uns auch ein paar Sachen gesammelt. Oh, wie cool. Oh. Ohnmacht minus. Oh, scheiße. Das heißt, wir bekommen weniger Kohle, weil wir in Ohnmacht gefallen sind. Pico Palico-Angriffe und Verteidigung verbessert. Gruppe 2 und 4. Kommt das nachher? Ich glaube schon. 0 Forschungspunkte, Gadget-Erfahrung, Vitalitäts-Wespenbomben. Zum Netzwerk. Ich spiele als Offline, Kinder. Hallo. Ich will doch nichts hier. Hallo? Verbindung zum Netzwerk? Also ich habe schon Internet, das ist ja kein Problem, aber warum? Ist ja egal. Gut, dich zu sehen. Ihr Lebensraum hat sich nicht verändert, aber dennoch erhöhen sich die Zahl. Verstehe? Ich spreche nur das offensichtlich aus, aber die Jagras sind nicht die einzige Gefahr, die hier lauern. Wir haben zum Bericht erhalten, dass ein Kestodenherde außer Kontrolle geraten ist. All das wohl deswegen, weil der Zora Magdaros Land erreicht hat. Er macht alles wahnsinnig. Okay. Er wird eure Aufgaben sein, sie zur Ruhe zu bringen. Wir möchten, dass ihr diese Kestodenherde untersucht und ausdünnt. Ich komme mit. Du kannst jetzt über eine Online-Sitzung mit anderen Spielen so Quests aufbrechen. Möchtest du die Sprachschiff-Funktion aktivieren? Nein. Ich will hier nichts mit anderen sprechen. Jetzt, wo wir einige Materialien haben, lass uns doch zur Schmiede gehen und sehen, was wir damit anfangen können. Ach, zur Schmiede. Ich glaube, meine Damen und Herren, werden wir das auch aufsuchen. Die war ja, wo war die? Hier rechts nach oben, glaube ich. Ja, genau. Hier nach oben. Nach oben. Jetzt. Das funktioniert nicht immer. Bah, Knopf. Ah, gut. Wir sind in der Schmiede. Da bist du ja, Fünferin. Du wirst meine Dienste häufig in Anspruch nehmen. Es ist eigentlich ganz einfach. Was ich mache, wann immer du Feldmaterial sammelst, nutze. Tschüss. Zu Waffenrüstung herzustellen. Hier, ich gebe dir dieses Material als Willkommensgeschenk. Du kannst sie zur Verbesserung deiner Ausrüstung einsetzen. Du kannst Monstermaterial und Erz nutzen, um in der Schmiede Ausrüstung zu schmieden und zu verbessern. Gib Materialien, die als Questbelohnung oder durch das Zerlegen von Monstern erhältst, an die Schmiede, um neue Ausrüstung herzustellen. Mit dir noch kannst du Sachen herstellen und hast dich gesehen. Schmieden können wir nicht, aber verbessern können wir. Das sind die allgemeinen Sachen und das ist die Ausrüstungsinfo, ne? Jedes Rüstungsteil besitzt eine Stufe. Durch die Verwendung von Rüstkugeln kannst du Punkte erhalten, um die Rüststufe... Oh, Menschenskinders. Also wir können jetzt ein Item auswählen. Nehmen wir mal das hier. Was ist das hier? Wir haben seine Truhe, wir haben eine hier. Okay, alles klar. Und ich Verteidigungspunkte und so weiter, ne? Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Okay, das kostet sogar Kohle. Und so ein Schmiededingspunkt.
Machen wir mal. Ah, oder zur nächsten Stufe 1. Verbesserungen übrig. Oh, wir müssen das Ding sogar noch. Jetzt haben wir nichts mehr. Okay. Müssen wir halt irgendwelche Kugeln besorgen oder so. Jetzt können wir Sachen schmieden. Ist egal, komm, wir machen das. Waffen. Doppelklingen. Können wir irgendwas schmieden? Haben wir die nicht schon? Ach, die haben ausgerüstet. Okay, alles klar. Mit den hier? Das System ist irgendwie noch ein bisschen 140. Ah, okay, der Baum einmal kleiner. Und hier ist als Liste dargestellt. Wir haben Monsterknochen, ne? Anscheinend sogar zwei in der Truhe. Und das Ganze hier. Okay, das funktioniert so, dass wir das Ganze immer ein bisschen aufmotzen müssen. So. Oh. Das haben wir noch nicht. Okay, es hat nur angezeigt, was wir haben. Okay, Leder und Kettenset ist eigentlich nur entweder oder Wasser und Feuer. Und es würde beides geben. Hier Wasser und Feuer und Knochenset würde wahrscheinlich Donner und Drachen was geben. Warum nicht? Komm. Machen wir. Und zack, sind wir hier. Nope. Und müssen wir, ich glaube, Jahrgras Lederhaut. Als nächstes müssen wir den Jahrgras Lederhaut sammeln. Und das werden wir wohl oder übel in der nächsten Episode tun. Meine Damen und Herren, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Ciao und tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen.